Jetzt aber soll es um etwas gehen, was uns auch beschäftigt, nämlich das, was wir an Wetter und Klima haben und die Frage, was das eigentlich, was wir jetzt beschlossen haben, die Kohle geht weiter, wiederum für einen Einfluss auf die Dinge hat, die uns gerade jetzt beschäftigen. Dazu gehören zum Beispiel Dürre, dazu gehören Starkregen und dazu gehört die Frage, was macht das mit uns und haben wir darauf überhaupt noch einen Einfluss? Mein Gast jetzt beschäftigt sich mit Wetter, daher kennen Sie ihn, er ist ARD-Wetterexperte, aber er ist Meteorologe und er ist leidenschaftlich fürs Klima unterwegs. Sven Plöger ist zu Gast. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Plöger, schönen guten Hallo. Abend. Hallo. Herr Meisterger. Ja, genau. Wir machen was. Ich habe immer den Stift, ich will Sie nicht erdolchen. Das Herr Plöger, ich habe von Ihnen gelesen, dass Sie als Kind gerne ein Vogel werden wollten. Warum in Gottes Namen? Das weiß ich nicht. Ich war 3 Jahre alt. Als ich 3 Jahre alt war, hat mein Vater mich gefragt, was möchtest du später mal beruflich machen? Das ist ja eine vernünftige Frage an einen Dreijährigen. Ja. Und der reflektiert das, überlegt das. Und dann habe ich gesagt, ich will Vogel werden. Und wahrscheinlich hat das damit zu tun gehabt, ich war als Kind immer schon so ein Hans Kuck in die Luft. Ich wollte immer wissen, was passiert da, was tut sich da, ich wollte es verstehen. Und das ist wohl meine Wetterfaszination. Irgendwann habe ich begriffen, man kann nicht Vogel werden. Und dann habe ich gelernt, wie man Meteorologe schreibt und heute bin ich's. Und Sie haben mal gesagt, Sie waren schon ein früher Wetter-Nerd. In den 90er Jahren haben Sie Meteorologie studiert und gesagt, eigentlich ist es Ihnen so vorgekommen wie das Gefühl, wie wenn man am Anfang eines Katastrophenfilms sitzt. Warum? Ja, also das ist dann, also ich habe das Studium Ende der 80er aufgenommen, habe mich natürlich immer weiter reingedacht, habe immer mich mehr der Physik genähert. Das ist auch anstrengend, das Studium, ne? Sehr viel Physik, sehr viel Mathematik, sehr viel Wissenschaft. Wenig und, Wetter. Und am Anfang ganz wenig Wetter. Also erst im zweiten Teil des Studiums kam dann Wetter und Wölkchen gucken und Synoptik machen, also Wettervorhersage, da war ich dann ganz begeistert. Aber ich habe natürlich dann einfach sehr viel über Klimaänderung nachgedacht. Ich habe den Orkan Lothar erlebt, höchst live mit 180 Kilometer pro Stunde Windböe in den Alpen. Da ist man geflasht, wenn man sieht, wie ein Drittel des Waldes vor den eigenen Augen niedergestreckt wird. Und dann habe ich plötzlich die Frage gestellt, sind wir jetzt Opfer unserer eigenen Taten? Und in dem Moment fing so mein Klimanachdenken an, dieses Verstehen wollen. Und dann, wenn ich heute auf die Welt gucke, auch die eben hochinteressante Diskussion, die ja eigentlich damit zu tun hat, dass wir uns lange die Welt schön geredet haben und jetzt merken, dass wir in einer Problemlage landen. Das ist für mich so ein bisschen so, genau wie Sie sagen, ich gucke einen beginnenden Blockbuster. Das sind diese dramatischen Filme, die am Anfang furchtbar seicht losgehen. Das ist eigentlich immer noch, man beschäftigt sich noch mit den Personen Gaga. Und all das alles und so. Gaga. Ja, alles fein. Und der Zuschauer weiß aber, gleich kommt Dramatik, sonst bräuchte es ja den Film nicht. Ja. Und meistens ist Weltrettung das Thema, egal wie das dann aussieht. Und so gucke ich im Moment in die Gesellschaft. Ich denke immer, wann merken die Protagonisten, wo sie stehen? Ich versuche dann aber nicht Zeigefinger, Missionar und sowas, sondern ich versuche einfach mal ein bisschen Wissenschaft zu übersetzen. Gut, dann gehen wir mal in das, was wir zum Beispiel jetzt gesehen haben. Das waren Bilder von den letzten Wochen. Das sind Waldbrände, die wir in Deutschland gesehen haben. Diese hier jetzt zum Beispiel ein großer Brand in der Nähe von Berlin. Lange hat es gedauert, den unter Kontrolle zu bekommen, weil es eben auch einfach nicht geregnet hat. Ja. Ist das etwas um die Jahreszeit, wo Sie glauben, ja, das ist neue Normalität? Das ist neue Normalität, definitiv. Das ist Klimawandel haptisch. Das muss man so klar sagen. Wir erleben jetzt diesen Brand, wenn man zurückguckt auf 2021, Mittelmeerraum, größte Brandsaison je. Wir erinnern uns, Kalifornien davor, Australien haben manche schon wieder vergessen, die Tragik dort. Das sind Veränderungen, die uns ja die Wissenschaft vor 30, 40 Jahren erzählt hat. Ja. Also da ist im Grunde genommen nichts neu. Aber jetzt kommt die Haptik, jetzt kommt die Fühlbarkeit und jetzt kommen plötzlich die Sorgen und der Schreck. So, die Hitze spüren wir, die Dürre sehen wir. Ich zeige Ihnen mal den sogenannten deutschen Dürremonitor. Oh, ja. Den gibt es seit den 50er Jahren. Richtig. Und was man sieht, das finde ich ganz interessant, ist, dass es natürlich 59, 60, wahnsinnig dürre Jahre offensichtlich. Ja. Sie erklären uns gleich, was wir da genau sehen. 76 wieder. Wieder so ein Peak und dann aber die letzten so 3, 4 Jahre. Was genau zeigt dieser Dürremonitor eigentlich? Also der zeigt, wie trocken es ist in den tieferen Schichten des Bodens, bis 1,80 Meter Tiefe. Also das ist ja für die Pflanzenwelt interessant, für die Böden ist es interessant. Und was man sieht, da oben links fängt es 1900, ich habe ja relativ schlechte Augen, 52.
Also ich habe eigentlich gute Augen, aber ich brauche eine Brille, 52 bis 2021, ja, das hilft da. Und da sieht man immer diese einzelnen Jahre. Ich kann mich auch zum Beispiel noch sehr gut an 1976 da stark hervorstechend erinnern. Da waren ja sehr starke Beschränkungen bei der Wassernutzung. Dann sieht man sehr viel Ausgewogenheit. Und jetzt ab 2014, 15, diese unglaubliche Verdichtung, das Trockenjahr 18, 19 mit der Hitzeperiode, 20 konnte es nicht ausgleichen. 18 hat ein Viertel des Regens gefehlt. Und jetzt gucken wir auf 21, da gab es die Flutkatastrophe. Ja, das war. Da gab es große Regenmengen. Viele haben den schlechten Sommer beklagt, unabhängig mal von der Katastrophe, die ganz katastrophal natürlich war. Aber gucken Sie mal in die Osthälfte. Weiterhin viel zu trocken. Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg, auch wo Böden das Wasser nicht gut halten können. Das heißt, das setzt sich fort. Und wenn wir die Klimaprognosen uns anschauen, wie gesagt, vor 30, 40 Jahren hat man sehr gut gesagt, wie das Wetter extremer wird für heute. Dann würde, wenn wir den Klimaschutz nicht schaffen in einem angemessenen Maß, dann würden 10-jährige Dürren in Europa, in Mitteleuropa, gewöhnlich werden können. Und das ist schon dramatisch. Weil Sie jetzt die A erwähnt haben, wollen wir den Gegenschuss jetzt mal gleich machen. Also diese Bilder, das ist jetzt knapp ein Jahr her, dass die A und zwar wirklich gewaltig über die Ufer getreten ist. Die Bilder kennen wir zwar alle noch, wollen sie aber auch noch mal sehen. Und zwar verbunden mit der Frage, jetzt den Dürremonitor auf der einen Seite und diese Bilder hier des letzten Jahres auf der anderen Seite, das scheint ja überhaupt nicht zusammenzupassen. Also wieso soll das eine mit dem anderen, mit diesem hier und dem Starkregen, den wir auch alle mittlerweile kennen, warum hängt das zusammen? Das hängt ganz eng zusammen. Im Grunde genommen sind die Hochs und Tiefs langsamer. Ich könnte jetzt ein Dreiviertelstunden mit Meteorologie machen, hätte auch wahnsinnig viel Freude dran. Aber ich verkürze den Mittelteil, sage einfach, Hochs und Tiefs werden langsamer, insbesondere weil sich das arktische Eis zurückzieht. Gibt es einen langen Gedankengang und wenn man den verkürzt, hoch bleibt lange da, Sommer, Dürre, Hitze. Wir erleben es jetzt gerade in Norditalien in ganz dramatischer Form. Und auf der anderen Seite, wenn das Tief lange da ist, das war bei Tief Bernd letztes Jahr, das, wie gesagt, 14. Juli, 15. Juli. Da stand das Tief da. Da hatte sich vorher, übrigens ganz interessant, eine Hitzewelle von Lappland bis nach Osteuropa ausgedehnt. Die Ostsee hatte 26 Grad Oberflächentemperatur. Wir hatten eine Mittelmeer-Ostsee. Die lieferte wahnsinnig viel Feuchte, auch für das Tief, und trug natürlich so dazu bei, oder man kann es stark vermuten, dass eben diese starken Niederschläge kamen. Also Starkregen, Extremregen auf der einen Seite, mit der Fragestellung, wie kriege ich das Wasser weg? Und auf der anderen Seite große Trockenheit mit der großen Problematik, wie behalte ich das Wasser, dass ich es nicht verliere? Also das sind die großen Herausforderungen. Und die Ursache ist in beiden Fällen das Gleiche, nämlich der Klimawandel, das ist ganz klar. Muss man eine so klar Folge sagen. Und zwar welcher Teil davon? Also was genau hält denn diese Wetterlagen fest? Das ist im Grunde der Temperaturunterschied Äquator-Pol, sehr einfach gesprochen. Ne? Also warum gibt es Wetter? Die Natur will immer ausgleichen. Also manchmal im Gegenzug, also die menschliche Gesellschaft schafft das nicht immer mit dem Ausgleich. Ne? Also wir verteilen irgendwie in die falsche Richtung. Die Natur kann das gut. Wenn es irgendwo zu warm ist und woanders zu kalt, dann wird Wärme, also Energie, transportiert. So. Und jetzt ist es aber so, dass die Polarregion sich übermäßig erwärmt. Das Eis zieht sich zurück, deswegen haben wir, das ist auch interessant, wir haben ja einen Mitteltemperaturanstieg jetzt von 1,2 Grad seit der vorindustriellen Zeit. 1,5 war eigentlich unser Ziel, was wir ziemlich sicher sagen können, das werden wir tragischerweise reißen. Nur, wenn wir nur die Landregionen nehmen, haben wir uns schon um 2 Grad erwärmt, weil der Ozean so viel Wärme aufnimmt. Wenn das Eis sich noch zurückzieht, das wirkt wie ein Spiegel auf die Einstrahlung. Eis weg heißt Landschaft, Wasser wird wärmer. Nordpolare Breiten werden stark wärmer. Jetzt komme ich in die Fahrt. Und wenn das, also sich der Temperaturunterschied vermindert zwischen Äquator und Pol, dann braucht es im Mittel weniger Ausgleichsbewegung, weniger Wind. Also Hochs und Tiefs langsamer. Ist eine Hypothese mit dem Jetstream. Scheint im Sommer gut zu funktionieren. Im Winter gibt es noch viele wissenschaftliche Gedanken. Aber ein ganz spannender Punkt und der bremst unsere Hoch- und Tiefs. Dann zeige ich Ihnen jetzt noch die Bilder, die wir jetzt gesehen haben. Und zwar über Norditalien. Das beschäftigt viele, die das ja kennen, auch als Urlaubsland. Da gibt es diesen Riesenfluss, der da quasi einmal quer durchläuft. Der so einen schönen das Namen ist der hat. Po. Ja. Das ist die Po-Ebene im Moment. Italien, Norditalien, rationiert das Wasser. Ja.
Und zwar so, dass die also nicht nur die Brunnen abstellen, sondern dass die jetzt darüber nachdenken, eben wie kann man Wasser entnahmen. Ja. Übrigens etwas, was wir heute gemeldet bekamen, auch von Potsdam. Richtig, wollte ich gerade sagen. Potsdam hat gerade gesagt, die Wasserentnahme soll erstmal reduziert werden. Aber in Italien wird schon Wasser rationiert. Sie haben ein Buch geschrieben über die Alpen mit dem schönen Titel Die Alpen und wie sie unser Wetter beeinflussen. Was hat die Po-Ebene, diese Trockenheit, mit den Alpen zu tun? Der Po, also der Fluss Po, ist nah an den Alpen dran. Und die Alpen sind ja im Grunde genommen ein großer, das ist auch das Spannende, ein großer Sperrriegel für Wetter. Mhm. Die stehen breitenparallel, quer zu Nord- und Südströmungen. Und das finde ich hochfaszinierend. Das war auch das Gedankenspiel für das Buch. Wenn Luft ohne Alpen, wenn wir Alpen mal kurz wegdenken, dann könnte die Kaltluft von Nord nach Süd durchrauschen. Wir hätten in Rom, in Neapel Blizzards, die entstehen können. Schwüle, heiße Luft könnte von Süd nach Nord, also die ganz feuchte Mittelmeerluft, die durch Föhnwetterlagen abgetrocknet wird, weil die Alpen da sind. Wenn sie aber weg wären, käme die feuchte Luft weit nach Norden. Begegnung dieser extrem unterschiedlichen Luftmassen macht nicht nur Schauergewitter noch stärker, als wir sie hätten. Wir hätten eine Tornado-Alley in der Mitte Europas. Wir hätten also viel dramatischeres Wetter. Die Alpen schützen uns. Aber wenn wir viel Nordwetterlagen haben, haben wir auf der Nordseite die Stauregen und auf der Südseite Po-Ebene die Trockenheit. Und seit 70 Jahren hat der Po nicht mehr so einen Wasserstand gehabt wie jetzt. Und die überlegen jetzt, ob sie den Gardasee ein Stückchenweise ablassen, um es da rein. Das macht aber gar keinen Sinn. Nein, das macht deswegen aber vielleicht nur die eine Zahl. Ja. Wir bräuchten, um den Po wieder dahin zu bringen, wo er sein soll, mit dem Wasserstand 500 Kubik, also 500 Kubikmeter jede Sekunde. Und wir können aus dem Gardasee vielleicht 20 bis 30 rauslassen. Also wir würden einfach Gardaseewasser wegschicken. Würde nicht funktionieren. Die Alpen verändern sich auch, die Gletscher schmelzen. Das beobachten wir seit vielen Jahren, dass das tatsächlich zurückgeht. Man kann sich viele Bilder angucken. Sie haben uns auch welche mitgebracht, nämlich ein Gletscher 1904 bis 2017. Ja. Jeder, der in den Alpen unterwegs ist, kennt diesen Rückgang der Gletscher. Was würde denn passieren, wenn diese Gletscher sich weiter zurückziehen, hat das auch etwas damit zu tun, dass weniger Wasser in die Flüsse kommt? In den Po, aber auch in den Rhein. Ganz genau, das ist der Punkt. Also jetzt kommt sogar vorübergehend mehr, also mehr mit H, mehr Wasser in den Rhein rein. Mhm. Das sind ja Formulierungen, mehr Wasser in den Rhein rein, weil die Gletscher so schnell schmelzen. Aber es ist klar, die ziehen sich dramatisch zurück. Bei ungefähr 2 Grad Erwärmung bedeutet das Ende des Jahrhunderts keine Gletscher mehr in den Alpen. Bei 1,7 Grad Erwärmung, 40% bleiben da. Also deswegen kleine Zehntel weltweit spielen eine Rolle. Wenn die aber weg sind, können die kein Wasser mehr liefern. Das ist für die unmittelbare Wasserversorgung vor Ort ein Problem. Und weil sie sagen Rhein, 60% des Rheinwassers ist im Sommer unterwegs, weil er aus den Alpen kommt. Gletscher und aber auch Niederschlagsmenge dort. Wenn die Gletscher nicht liefern, kann man sich vorstellen, wie das dann in unseren Flüssen aussieht. Wasserstand wie im Po ist denkbar, die Erwärmung der Flüsse etc., da spielt vieles mit, der Transport wird schwieriger. Also wir haben da eine echte Herausforderung, muss man klar sagen. Weil wir uns vorher weltpolitisch etwas verzettelt haben. Die gute Nachricht, die Sie immer mitbringen, ist, das Schlimmste können wir verhindern. Und da kommen wir jetzt wieder dahin, wo wir gerade waren. Also Energie sparen. Sie sagen, es macht Sinn. Ja, klar. Es macht Sinn, egal wer was tut. Was sollen wir alle tun, Ihrer Meinung nach? Also ganz grundsätzlich brauchen wir natürlich mal, das ist jetzt ein komischer Satz, der das so komisch vereinfacht, wir brauchen politische Rahmenbedingungen, die wirklich ein Handeln zulassen. Ich sage manchmal, wir brauchen eigentlich ein Jahrhundertgeschäft dahinter. Wir müssen ein Geschäft machen mit den richtigen Rahmenbedingungen. Geschäfte sind nämlich etwas, wo alle mitmachen wollen. Mhm. Wir haben im Moment das Problem, dass, sagen wir mal, frei erfundene Zahl, 10% Idealisten da sind, die bereit sind, sehr viel zu verändern. Das ist gut, das ist ehrbar, die Geschichten muss man erzählen. Es gibt auch ganz viele Unternehmen, die wirklich Ideen haben, die wollen und die manchmal große Probleme haben, gegen den Lobbyismus anzukämpfen und gegen das Schönreden. Mhm. Wir reden uns die Welt immer wieder schön. Also wenn man Nord Stream 2 zum Beispiel plant, in einer Zeit, wo man sagt, Gas soll eine Brückentechnologie sein, dann frage ich mich, wie lang soll die Brücke eigentlich sein? Also das muss eine sehr lange Brücke sein, weil man das sonst ja gar nicht finanziert. Also jetzt sehen wir, dass das mit dem Gas keine Lösung ist. Aber das haben wir mal so erfunden und empfunden. Und wenn man gleichzeitig sagt, wir wollen hin zu den erneuerbaren Energien, führte das dazu, dass einige gesagt haben, naja, also dieses
diese Gasbrückentechnologie ist eigentlich der größte Bremser für die Erneuerbaren. Und die brauchen wir tatsächlich. Und das Sparen ist ein zentraler Punkt. Da werden wir dranbleiben müssen, an allen Stellen. Aber wir brauchen im Grunde ein Geschäft, wo jeder mitmachen will. Auch wenn das, weil es sich lohnt für jeden Einzelnen dann. Ja, manchmal sage ich selber, das ist trostlos. Ich würde mir etwas anderes wünschen. Aber ich glaube, wenn ich alle zum Mitmachen anregen will, dann brauche ich den richtigen Rahmen. Ich muss die Marktwirtschaft ertüchtigen auf dem ökologischen und sozialen Auge. Da ist sie blind, das sehen wir. Schönreden hilft uns nicht. Es hilft auch nicht, A sagen, B machen und staunen, dass man mit A keinen Erfolg hat. Wir müssen aber immer wieder den Menschen, das Schlimmste, was ich im Moment erlebe, ist, wenn die Leute sagen, naja, aber das ist so dramatisch, da können wir nichts mehr machen. Und dann sagt man auch mir manchmal, Herr Plöger, Sie behalten immer Ihren Optimismus. Das ist doch naiv. Dann sage ich manchmal, naja, aber wenn ich den Optimismus jetzt gänzlich verlöre und mit einer grundsätzlich dystopisch-apokalyptischen Weltsicht ganz pessimistisch mit Mundwinkel nach unten gucke, was wird für mich besser, was wird für die anderen besser? Optimismus erhalten, wir haben das in die Richtung gedrückt, wir können es noch in die andere Richtung verkehren, aber nur, wenn wir diese Dinge entschlossen tun. Trotz Corona, trotz diesem schrecklichen Krieg, die Klimaproblematik wird immer weiter anwachsen. Der Planet interessiert sich ja nicht für uns, dem ist das egal. Dem ist das vollkommen egal. Wir machen das alles für uns selber und auch für die Enkel. Ich kenne, letzter Satz dazu vielleicht noch, ich kenne keine Eltern, die ihren Kindern sagen, dir soll es später mal schlechter gehen als mir. Das höre ich nie. Ich höre immer nur, dir soll es besser gehen oder zumindest gleich gut. Wir machen aber im Moment alles in die andere Richtung. Ich würde mir wünschen, wenn man die vielen guten Ideen immer wieder kommentiert, auch medial in den Vordergrund bringt. Was können wir an welchen Stellschrauben auch alles leisten, motivieren, dass man wieder Lust bekommt für die Transformation, die ist nötig. Sven Plöger, vielen Dank, dass Sie heute hier waren. So viel für heute.